Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Bad Blood mit Josh. Hi. Und meiner Wenigkeit. Wir sind jetzt also bei unserer Mittwochshow, wo wo Wrestler von Josh gegen Wrestler von mir antreten, also Raw gegen ECW. Und das erste Match, das wir haben, Brock Lesnar gegen Ryback. Dann geht's weiter mit Bad News Barrett gegen Santino Marella. Barrett ist bei Josh und Marella bei ECW. Und übrigens, Lesnar ist bei Raw und Ryback auch bei der ECW. Und unser Main Event für heute, für Bad Blood, ein 2-on-1-Handicap-Match. Die Rowan Family, die Wyatt Family. Die Rowan Family. Ja, die Wyatt Family gegen John Cena, weil, wenn ihr Montag geschaut habt bei Raw, da hat nach dem Match von John Cena Bray Wyatt eingegriffen und jetzt schickt er natürlich seine zwei Handlanger gegen John Cena in ein Handicap-Match. Genau. Wir würden jetzt hier noch so schön einblenden nochmal, was letzte Woche passiert ist, aber das machen wir nicht. Gut. Ich habe damals Bray Wyatt extra rübergeschickt, damit der den angehenden WWE-Champion mal zeigt, wo der Hammer hängt und zeigt, dass die ECW stärker ist als Raw. Ist sie nicht. Das wirst du gleich sehen. Wenn John Cena verliert. Oh, okay. Also Brock Lesnar gegen Ryback. Ich tippe natürlich auf Ryback. Ja, ich auf Brock Lesnar. Das ist ganz klar. Simulieren ja. Also. Und, wow, da ist das Ding. Brock Lesnar hat eine Losing Streak. Ja, hier. Aber richtig. So, hier tippe ich dann aber trotzdem auf Bad News Barrett. Nee, weil, du musst doch für deinen sein. Wir ich bin auch für meinen, aber ich glaube trotzdem nicht, dass der gewinnt. Ja, ich glaube, dass Bad News Barrett gewinnt, weil er ist bei Raw und er gewinnt auch. Er gewinnt auch, so wie ich gesagt habe. So, und jetzt gewinnen Luke Harper und Eric Rowan in einem 2 gegen 1 Handicap Match. Ja. Aber natürlich falsch. natürlich. Lassen wir die Leute erstmal hereinmarschieren. Und hier gibt es jetzt natürlich keine Bewertung von euch für die Show, weil die ist ja jetzt egal, die machen wir ja zu zweit. Bewertet wird nur Raw's War und ECW. Ihr dürft uns natürlich schon sagen, ob es euch gefallen hat. Natürlich. Und jetzt kommt der Verlierer des Matches. Der Gewinner. Der heute aufgibt, auch wenn das nicht auf seinem T-Shirt steht. Diesmal wurde er wenigstens nicht schon beim Reinkommen angegriffen. So, das war doch mal ein spannungsreiches Intro. Ein spannungsreiches Intro. Ich hoffe, dass das jetzt ein spannungsgeladenes Match wird. Es ist natürlich kein Tornado Tag, sondern Mr. Fuchsschwanz und sein Partner müssen hier abwechselnd gegen John Cena antreten. Ich würde übrigens sagen, das ist ein Taschentuch und kein Fuchsschwanz. Kann auch, ja, es ist wohl eher ein Taschentuch, ja. Aber es hat auch so ein bisschen ausgesehen. Wie ein Fuchsschwanz. So, jetzt habe ich's. Also Luke Harper gegen John Cena jetzt erstmal. Die Rowan Family kann jetzt zeigen, was sie drauf hat. Und wer hat momentan die Oberhand? John Cena, what's up? Aber gut, man muss ja sagen, beim letzten Mal bei Raw's War war es ja auch so, dass John Cena erstmal quasi der Schlechtere war. Lesnar hatte erstmal das Oberhand, Match in der Hand und dann hat John Cena das Ganze gedreht, trotz F5 von Brock Lesnar. F5 werden wir heute definitiv keinen mehr sehen. Wer weiß. Brock Lesnar, der wird ja nicht mehr reinkommen, vor allem, weil er auch schon in einem Match war. Ja, dieser You Can See Me-Schlag ist ziemlich dumm. Lesnar hat den auch schon immer abgewehrt. Ja, ja. Und jetzt sehen wir wahrscheinlich schon, jawohl, den ersten Tag-Team-Move in diesem ganzen Projekt.
Das ist auch die das Wyatt erste Family, Tag Team Match. Genau. Das ist gar kein Tag Team Match, das ist ein Handicap. Ja. Aber ja, ein Tag Team ist beteiligt. Und ein Tag Team Match hatten wir schon, das haben wir noch nicht gespielt. Ist jetzt auch egal. Und da und wir sehen wir schon den zweiten. Schon den zweiten, ja. Ja, das ist sehr schlau, einfach die ganze Zeit wechseln. Genau. Die Wyatt Family macht das hier genau richtig, beziehungsweise eben Luke Harper und Eric Rowan. Und Cena will trotzdem weiter auf Eric Rowan losgehen, aber Luke Harper lässt ihn aber natürlich nicht. Luke Harper nicht. Ist ganz schön verschwitzt schon. Ja, ja. Das dafür, ist dass er gerade erst reingekommen ist. Ja, das ist anstrengend. Der hat sich übel in die Hose gemacht bei dem Intro, bei dem Einmarsch. Ja. Hat sich eingepisst. Ach Gott. Cena fängt ein paar Schläge. Oh. Ja, also mittlerweile. Es sieht nicht gut aus für Cena. Sieht es nicht so gut aus für John Cena. Aber jetzt kann er hier mal den Schlag abfangen und, jawohl, auch endlich mal selbst einen Angriff setzen hier gegen Luke Harper. Übrigens, dieses Match, da geht es jetzt auch drum, welche Show gewinnt, weil... Ah nee, halt. Du hast schon gewonnen. Nee. Es ist unentschieden, stimmt. Stimmt, ja. Wenn man, jetzt kommt es drauf, so ja, drauf an, wer hier auch gewinnt, um das Show-Ergebnis für diese Woche, was die Wrestler angeht, zu sehen. Natürlich ein richtiges Ergebnis. Welche Show besser war, bekommen wir am Ende der Woche, am Sonntag. Müsst ihr natürlich auch alle einschalten. Von den Wrestler her, weil einmal hat Ryback dominant gegen Brock Lesnar gewonnen. Okay, dominant wissen wir nicht. Und einmal hat eben Bad News Barrett Santino Marella sehr wahrscheinlich vernichtend geschlagen. Ja. Aber mittlerweile kommt John Cena jetzt auch wieder zurück. Ja, ja, John Cena, der kommt immer zurück. Das muss man ihm dann doch leider lassen. Und, oh. Aber jetzt hat ihn Eric Rowan da in der Mangel und Luke Harper ist rechtzeitig da. Und sticht ihm die Augen aus. Um ihm da... eins in die Augen zu verpassen. Das hat John Cena irgendwie abgewehrt. Direkt danach kommt er mit. Lutez Breath. Ja. Sieht jetzt schlecht aus für Luke Harper. Beziehungsweise, ja, für beide. Er sollte mal einwechseln, weil Luke Harper ist eigentlich die ganze Zeit im Match. Genau. Eric Rowan war nur einmal kurz drin. Aber kam auch direkt wieder raus. Genau, der ist direkt wieder geflüchtet. Weil aber er kommt einfach auch nicht wirklich dazu. Vielleicht jetzt nach dieser Aktion zum Wechsel. Jetzt liegt John Cena da aber im Weg. Er macht es aber... Er kommt nicht hin. Er kommt einfach nicht hin. Ja, jetzt macht er es aber vielleicht doch noch. Nein, jetzt ist... Fängt aber dafür den Schlag ab von John Cena. Und eine Kopfnuss. Jetzt ist aber der Zeitpunkt. Jetzt wäre die Möglichkeit da. Jetzt ist er zu überheblich. Jetzt kämpft er weiter. Jetzt, und jetzt hat er Adrenalin. Ja. Und, oh, den Move kennt Cena den inzwischen. Den kennen wir, ja. Und jetzt kommt aber der Wechsel. Jetzt darf auch Eric Rowan mal mit John Cena spielen. Der hat schon drauf gewartet. Und er bekommt erstmal ein paar Tiefschläge in den Magen. Und wieder wurde der Cena-Special-Schlag abgewehrt. Unter die Gürtellinie in die Magengrube. Ja. Oh, jetzt wird auch der Nacken ein bisschen massiert. Ist doch schön. Ja, der freut sich doch bestimmt. Oh, ein Big Boot in die Fresse. Joshs Lieblingsangriff. Ja. Oder einer von Joshs Lieblingsangriffe. Oh, das ist einer meiner Lieblingsangriffe. Die Close-Line. Allerdings ist es viel witziger, wenn Goldberg das mit, weiß ich nicht, Sin Cara macht. Aber der ist ja gar nicht dabei in diesem Spiel, wenn ich mich nicht irre. Weder Goldberg noch Sin Cara, ja. Ja doch, Goldberg haben wir ja immerhin runtergeladen. Ja, das zählt auch. Jetzt werden hier alle Schläge abgefangen. Abgeschlagen. So. Ja, John Cena schlägt sich ganz gut. Schlägt sich sehr gut. Oh, er hebt den großen Eric Rowan einfach hoch. John Cena hebt Big Show und Edge gleichzeitig hoch. Von daher, der Kerl hat mehr Muskeln als... Keine Ahnung. Jeder von uns. Ja. Als... Jetzt fällt mir echt nichts ein. Ist egal. Er hat ziemlich viele Muskeln. Mehr als der Jury auf jeden Fall schon. Ja, gut. Mehr als der Referee. So, und... Aha. Ein Konter. Jetzt kommen sie wieder zurück. Ja, und Luke Harper freut will, sich schon. Ich dachte schon, er will einen Pin machen, aber er gibt ihm lieber 80.000, okay, es waren 5 Kopfnüsse. Und jetzt, oh, jetzt also schlägt er ihn. Er konzentriert sich doch ziemlich auf den Schädel von John Cena, der gute Luke Harper. Er teilt auch viele Schläge aus, das ist auch... Wohl das, was Luke... es ist Eric Rowan. Sorry, ja. Es ist wohl auch das, was Eric Rowan am besten kann, fest draufhauen. Und jetzt haben wir hier wieder einen Tag-Move. Oh, ich dachte schon, der wird aufs oberste Ringseil gehen. Ach, den kennen wir aber schon. Ah, nee, doch nicht. Nee, den hatten wir noch nicht. Diesmal ist es ein anderer. Gut, der Aufbau ist halt gleich. Ja. Nur das Finale dann anders. Ein Comeback von Cena. Das ist die Frage. Noch kommt er nicht dazu. Jetzt vielleicht. Vielleicht nach dem Aufstehen von... Luke so, Harper. Wird er jetzt sein Comeback zeigen und... Er rennt erstmal gegen ihn. Jetzt kommt wieder Eric Rowan rein. Und jetzt gibt's jetzt das Comeback. Jetzt geht's los und sehr wahrscheinlich geht das auch durch. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Eric Rowan... Jawohl, es ist vorbei. Jetzt sehen wir vielleicht ein Five-Knuckle-Shuffle.
Nein. Wir sehen gar nichts außer ein Moonwalk Cena. Und jetzt wird er hier festgehalten. Oh. Natürlich sehr schlecht für Cena. Den Signature hat er jetzt aber trotzdem. Ja, aber da fragt kann sich, passieren, wie lange. Was will. Ja gut, dann hat er den Finisher, sobald der Signature weg ist. Das ist ja auch egal. Oh, da hat er aber kurz jetzt gehen gelassen. Und wieder, wie gesagt, Eric Rowan, der haut fest drauf. Da greift jetzt natürlich wieder die Geschichte, dass die anderen zu zweit sind. Ja, das ist halt der Nachteil bei einem Handicap-Match. Das hat Cena jetzt. Und ein das Pin. Verdorben, der wird aber wohl eher nichts One. Bringen. Oh, bei One schon raus. Das also ging überhaupt gerade so noch bis 1. Von daher, unnötige Aktion. Ich glaube, er wollte wieder eintacken. Nee, ich glaube, der wollte eingreifen. Das kann auch sein, aber es sah so aus, als würde er sich selbst eintacken. Was hat Cena denn davor? Nein, da hält Eric Rowan ihn natürlich davon ab. Blöder Eric Rowan. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, auch wenn es nicht gezeigt wurde, der Tisch ist weg. Der Tisch nicht, aber abgeräumt. Diese Abdeckung. Das heißt, wir könnten es durchaus noch sehen, dass hier heute der Tisch benutzt wird, der Kommentatorentisch. Ja. Er ist für alles vorbereitet. Und jetzt steckt Cena wieder harte Schläge ein und ein Pin. Das nächste Cover, One, auch das two, wird schief gehen. Wir kommen auch hier wieder nicht bis 2. Ja, also Cena ist noch. Und ein und da ist er jetzt aber. Attitude Adjustment gegen Eric Rowan. 1, 2, und da kommt er wieder raus. Luke Harper wollte gar nicht eingreifen. Ja, Luke Harper, der wusste, dass Eric Rowan rennt. Ich glaube eher, der will nach Hause. Nee, nach Hause vielleicht nicht, aber der will hinter die Bühne. Und ein Aufgabegriff. In den Lockerroom. Cena zieht sich zu den Ringseilen. Und er ist. Luke Harper bricht ab. Ja. Komisch eigentlich. Luke Harper hat wahrscheinlich gemerkt, dass es sich noch nicht lohnt. Eric Rowan, wir vertun uns immer. Das ist. Ja. Nee, du vertust dich. Ja, immer. Ich weiß. Den kennen wir schon. Ja, den kennen wir schon. Und jetzt gibt's einen Konter und Cena steckt wieder Schläge ein. Ja gut, der kann dann nochmal kontern. Und ein Body Slam. Also Cena lässt auf jeden Fall nicht so einfach sich besiegen. Er lässt nicht locker, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, die anderen beiden. Und viele Schläge in die Magengegend. Und das war's. Ich dachte, jetzt benutzt er ihn hier als Boxsack und das geht nicht weiter. Aber jetzt sehen wir schon wieder den nächsten Tag-Move. Vielleicht, ja. Ja, doch, sehen wir. Aber außer Tag-Moves konnten die beiden auch noch nicht wirklich viel zeigen. Außer Schläge. Ja, also nichts Besonderes, sage ich mal. John Cena hat da den einen oder anderen doch schon mehr verletzt. Aber jetzt sehen wir hier ein... Oh, mit Pin. Mit Pin, anschließendem Pin, das könnte es durchaus gewesen sein. Nein, er ist rausgekommen. Es war auch nicht eng, aber es waren eben doch 2. Ja, jetzt sehen wir hier ein Suplex gegen Eric Rowan. Und erstmal. Das könnte noch ein spannendes Match werden. Beziehungsweise es ist ein spannendes Match. Es ist für beide alles drin hier. Ja, es kann wirklich. Es ist noch alles offen. Hier kann also wirklich jeder den Sieg davon tragen. Das sieht jetzt ja. Wenn man über so einen 2-Meter-Mann drüber geschmissen wird, ist glaube ich auch nicht so witzig. Ja, nicht wirklich. Oh! Das Rock sieht Bottom. Aus. Ein Rock Bottom. Gegen John Cena ist aber auf jeden Fall nach dem Finisher aus. 1, 2 und 3. Cena vorbei. Hat verloren. Wie Verdammt. Angekündigt, die Wyatt Family siegt über The Champ. Er ist immer noch The Champ. Er ist nur jetzt halt. Er hat sein Bestes gezeigt, aber das war auch wirklich. The Champ is beaten. Es war klar, er hat ihn verhöhnt mit einem Rock Bottom. Hier sehen wir nochmal die Rowan Bottom. Durch den Rock Bottom hat er schon öfters verloren. Rowan Bottom, bitte. Ich weiß gar nicht, wie der Finish heißt bei ihm, aber ist egal. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall gewinnen damit. Also, und, was passiert denn da? Cena und Luke Harper gehen jetzt auf Eric Rowan los. Was ist das denn? Ja, hier passiert ja immer Neues. Also ihr müsst auch wirklich jede Woche einschalten, denn es jeden Tag einschalten, wenn was kommt. Es ist immer irgendwas. Gut. Ja, das bleibst du sprachlos bei solchen Aktionen. Ich würde sagen, die ECW hat eindeutig gezeigt, dass sie das stärkere Roster hat. Für diese Woche. Hier und heute. Und letztendlich sieht man, wie schwach Cena ist, dass er da Luke Harper dazu überreden muss, ihm zu helfen. Aber also man muss auch sagen, dass deine Wrestler sich untereinander hassen. Ja, also ja, klar. Deine Tag-Teams. Also, ja gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder am Freitag bei ECW, wenn Luke Harper seine gerechte Strafe erfährt. Bis dann, bleibt dran und tschüss. Ciao.